Hallo und recht herzlich willkommen zu Monaco, mein Name ist Jan und wir sind natürlich wieder Rennen im Regen! Was? Regen im Rennen! Regen im Rennen! Geilo! Also Mike, ja, wir sind alle am Start! Checkt auf jeden Fall auch unbedingt deren Videos. Da mache ich dann hier Max. Ja, ne, meine ich. Leute, nicht ganz so. Ich habe jetzt nicht den F1 Merch an, den ihr euch übrigens super gerne bestellen könnt. Und auch nicht das Mercedes T-Shirt, das ich eigentlich auf den Thumbnails schon immer trage. Sondern ich habe ein PES T-Shirt an, weil es. Ich auch. Einfach. Oh, wir haben so echt, hast du? Ja. Ich habe ein Bayern-Shirt an. Aber interessiert keinen. Ja, du hast auch so, direkt so früh wie möglich natürlich wieder rausfahren. Auto nicht kaputt machen, wie ich sonst in den Qualifyings immer mache, sondern ich will tatsächlich mal wieder auch vorne mit gut starten. Haben wir jetzt meinen ersten Punkt geholt. Ja, das Ding ist halt einfach, dass wir die Entwicklung jetzt geht nach vorne gucken müssen. Ah, Monaco könnte es bremsen. Das Ding ist, dass wir jetzt gucken müssen, dass wir genau das, was du gesagt hast, wirklich umsetzen. Dass wir einfach auf 1, 2 und 3 starten, weil bei Regen hast du von hinten halt gar keine Chance. Und das Ding ist auch, du siehst nichts. Das ist so mein größtes Problem bei Regen im Rennen, dass ich nicht sehe. Also ich weiß nicht. Aber wenn man vorne wegfährt, hast du ja kein Problem. Ja eben, deswegen müssen wir vorne bleiben und alle einfach ausbremsen, komplett. Auch uns gegenseitig, aber sonst auch alle anderen. Micha, ich bin ein Fan. Du bist so ein Arschloch. Weißt du, ich bemitleide ihn die ganze Zeit, sag ihm noch, was er falsch macht. Und dann macht er es wieder falsch und dann ist er noch gegen mich. Digga, diese so, Box, da fährt man mit 3 km/h durch. Eine Runde, die uns vielleicht mal nach vorne Leute, bringt. Scheiße. Und Ende. Okay. So. Was war das denn? Alter, das war dümmer als mein. Also. Digga, ich fahr einfach aus der Box raus, er rammt mich fast weg und fährt einfach geradeaus gegen die Wand. Das sah so originell schick, ich weiß nicht mehr, aber das sah einfach geil. Ja, das heißt, ausgeschieden im Qualifying, aber Monaco, ehrlich gesagt, habe ich auch nichts anderes erwartet. Ja, ich bin mal gespannt, ob ich... Ja, ich bin zurzeit 18. Nice. Dann kann ich vielleicht durchs Ziel kommen. Bei Regen kannst du alle überholen, ne? Locker, easy. Ja, das ist ja unser Plan, so von 1, 2 und 3 starten und dann im Regen. Ja, wenn ich jetzt gleich auch nochmal von Platz 20, dann. Wahrscheinlich fällt er gleich wieder Bestzeit. Ja, natürlich, habe ich ja vor, aber. Alles andere wäre ja schlecht. Alles andere wäre ja schlecht, aber. Ich habe auch Angst, dass ich mir mein Auto kaputt mache. Ich denke einfach, Angst. Das ist keine Formel 1 Strecke. Formel 1 ist Schnelligkeit und nicht so ein komisches Rumgegurke da. Und dann kommt man aus dem Tunnel und dann kriegt man erstmal einen Lichtschock. Ja, das wird gleich im Rennen im Tunnel noch viel schlimmer. Weil danach richtig rutschig wird. Ja, weil mit den Regenreifen hast du da dann halt trockene Ich sehe nichts. Hilfe. Ja, weißt du, er sieht nichts, aber er fährt ideal. Ja, ich hab keine lila Zeit gehabt. Oh Gott! Weißt du, 10 Meter weit weg von der Bande, und er sagt, oh Gott. Alter, die Schnauze. Oh, nur die beste Runde gefahren. Auf Platz 8. Beste Runde, oder? Mike hat auch in seinem Mercedes immer unendlich viel Benzin. Ich habe einfach kommt, noch weil er Benzin hat, kein Benzin. Ich habe einen extra Speicher. Benzin ist einfach viel besser als Benzin. Ja. Und jetzt geradeaus. Ja. Ich bin nicht ganz so doof wie er. Ich bin gerade viel schlechter als vorhin. Oh, Mike, der jagt da auch mit 200 Sachen lang. Oh! Okay, ich fahre in die Box. Ich fahre jetzt erstmal eine Hotlap, in der ich in die Wand fahre. Wo bist du eigentlich? Ja, guck mir doch zu. Ich dachte, du machst jetzt hier Telemetrie an. Ja, hab ich doch, aber ich war auf dem falschen Wagen. Yo. Fast 300. Ich wusste gar nicht, dass man Monaco so schnell fahren kann. Das ist halt der Mercedes, ne? Ja, ich glaube, du musst sehr risikohaft fahren. Wenn du dann noch das Quäntchen Glück hast, dass du nicht die Bande berührst, dann ist eigentlich alles gut. Lila Zeit.
So, durch die Schnecke fährt er auch mit 200? Mann, nee, nee. 30, okay. Das, die Schnecke hasse ich wie die Pest. Finde das so schlimm. Die Schnecke ist gefährlich. Etwa zwei. Wir können einfach mal ohne Schaden fahren, weil dann wäre es auch egal, wie ich da durchjage. Ja, oder? Dann würde ich einmal jeden wegrammen und dann. Ja. Like the KI. Also bei der KI ist es, also die, ich habe das Gefühl, für die KI ist das so eingestellt, dass sie denken, ja, das würde keinen Schaden machen. Ja, vor allem die fahren immer weiter. Die können noch so heftig einen Unfall rein. Modus eingestellt. Scheiße! Oh! Fuck, die Zeit ist so gut! Ich hab's noch gerettet, ja, ja. Für Platz 1. Ja, ja, ich weiß. Ja, ja. Scheiße. Es ist sau schwer, also. Boah, das ist aber richtig knapp. Du bist, 600. nur hinter Platz 1. Was? Ja. So eine Uhrenscheiße. Nur wegen diesem Dreck jetzt. Ich hab ersten und zweiten. Wenn du gewesen wärst, du erster. Ich hab wirklich erster, zweiter Sektor lila. Und dritter halt nur grün. Boah, und jetzt noch eine Runde, dann verkacke ich wieder, weil die Reifen echt Probleme machen. Und jetzt fahren gleich auch alle wieder raus. Die machen doch nicht nach zwei Runden Probleme. Ich hab's gerade schon gemerkt. Ich bin vorhin, als ich meine zweite da quasi auf den gemacht habe, habe ich 3/10 schon weniger gehabt auf der Geraden. Oh, jetzt. Jetzt. Ja, ich durfte meine Strategie nicht einstellen, okay? Ich auch nicht. Geil. Also Micha und ich durften Strategie alles, Wow, ich bin schon in der Wand. Alter, war das knapp. Aber jetzt müssen wir die Reifen ordnen. Ja, ich habe übrigens gefragt, wie das Losfahren war. Mal gucken, wie nass die Strecke denn tatsächlich ist. Oh, gegen die Wand. Und also, Schaden? Ich sehe gar nichts, wenn ich hier hinten starte. Schaden? Ja, ich auch nicht. Also, und sage gegen die Wand. Oh. Ich sag ja, man sieht nichts, das ist so schlimm. Ich bin so heilfroh, dass ich auf Platz 1 bin. Einfach 120. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, es ist jetzt Reds Reds, aber es soll ja aufhören zu regnen, beziehungsweise also erstmal leichter und dann aufhören. Also Strategiewechsel könnte es noch geben, solange wir noch heile fahren. Ja, heile fahren. Du bist gut. Also, ja, ich hätte mich auch fast beim Start in die Wand gedreht. Also viel Glück trotzdem. Ja, Start in Monaco. Leute, das es ist halt so dumm, dass es genau in Monaco regnet, aber es war so obvious. Also. Also Regen Monaco, da kommen ja schon echt nur noch 10 Leute an. Boah, also ich schätze viele Safety Cars. Nee, echt? Ich werde überholt. LOL! Ich seh nicht. Ich dreh mich! Frontflügel weg! Da, Teile auf der Strecke! Ich bin mit Abstand 20. Oh, stehen, oh mein die Gott! Stehen, die stehen, ich sag doch noch, die stehen. Ja, das hast du ein bisschen zu spät gesagt. Ich seh nix. Ja, ich seh die doch auch nicht. Ich seh absolut nichts. Also ich hab keinen Frontflügel mehr. Ich, ey, mein Reifen ist. Alter, war das knapp. Als ob mein Reifen nicht abgefahren ist. Eigentlich muss mein Reifen wechseln. Mike hat da schon wieder so viel Glück, weißt du? Glück! Also ich bin auf 5 und. Ja, ich auch. Auf 5! Also ich bin P19, wir haben Jan überholt. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strecke. Jan, die stehen! Haben. Oh, danke, dass du es mir gesagt hast, mein Auto ist kaputt. Ich hab dich nicht gesehen! Ich sehe ihn im Rückspiegel, wie er angepäst kommt. Ich hab euch nicht gesehen! Ich will nur noch, die stehen! Ja, ich bin direkt auf die Bremse getreten, als du das gesagt hast. Ja, das nützt bei Regen nicht viel. Nee, das hat nichts genützt. Ich bin quasi voll. Ich fahre hier mit 50 km/h und. Ja, das also ist ein sehr guter Beginn. Danke, Jeff. Ich freue mich auf Aserbaidschan. Und. Schön, dass ihr mit dabei wart. Schaut in der Info gerne bei den anderen beiden vorbei. Ich das wird auch nicht Fall lang gehen bei uns, also von daher. Und ja, Leute, also ich bedanke mich. Haut rein. Ciao. 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 Ich kann gar nicht fahren. Die anderen haben, glaube ich, schon 20 Sekunden Abstand zu mir. Nee, nur 10. Digga. Ich kann nicht fahren, ne? Es ist so schlimm. Es ist unnormal schlimm. Alter, das kannst du so vergessen. Auch ohne Frontflügelschaden. Alter, das ist so schlimm. Alter, das war wieder fast die Wand. Also Leute, das wird das erste Rennen, wo ich keine Punkte hole, aber ich nehm's mir nicht übel.
Klar, scheiße, weil Leclerc holt mich dann wieder weltmeistermäßig ein. 100 Pro. Aber ich fahre so langsam. Ich hatte gar 20 Sekunden zu dem vor mir, jetzt 24. So, nochmal in der Box. Du verlierst ein wenig Zeit gegen das. Das ist ein so blödes Rennen. Ich hasse Monaco. Ich bin in der vierten Runde das zweite Mal an der Box. Ich wünschte, ich wäre jetzt auch schon zweimal in der Box. Ich werde jetzt überrundet gleich. Und das in der vierten Runde. Kann man machen. Kannst sie aufhalten. Das wäre tatsächlich nicht schlecht, wenn du einfach abbrennen. Ja, du bist vor denen. Bleib einfach mal stehen. Vor denen raus, ja. Bleib mal auf der Strecke einfach mal stehen. Wie Mike das überhaupt gucken kann. Ja, du bist vor denen. Alter, du bist so krank. Ich verliere so viel Zeit. War so schlecht. Du. Ja, aber trotzdem musst du auch lenken und alles. Och, du Scheiße. Also bei Jan kann ich verstehen, wenn der sagt, guck nicht so viel nach hinten, weil er es nicht macht. Aber du guckst auch nicht nach hinten, weil du alles andere guckst. Ja, Kaffee gibt's in einer halben Stunde. Die Brötchen sind gleich fertig. Hände müsste ich nochmal eben waschen. Da hätte ich auch keine Zeit mehr, nach hinten zu gucken. Sorry. Ich guck gerade auch ab und zu. Das tut mir so leid jetzt für Leclerc, ne? Aber bitte halt, bremst ihn so einfach. Ausgebremst von bitte, mir. Lass ihn nicht vorbei. Ja, jetzt bin ich aber im Tunnel. Jetzt kommt er locker vorbei. Jetzt da, wenn du aus dem Tunnel raus, einfach stehen bleiben. Diese links und rechts, bleib einfach stehen. Da können die ja nicht überholen. Du würdest die so aufhalten. Du würdest immerhin etwas Gutes tun für mich. Ja, ich hab's aufgehalten. Ja, mach es bitte jede Runde. Oha, du kannst jetzt onboard quasi nach hinten schalten und die oh Gott, quasi nehmen. Ja. Oh mein Gott, das ist... Massenquell, drück mal auf die Bremse. Ja, fast. Das sind irgendwie vier Autos, die direkt hinter mich sind. So bremst bitte Meter. Einfach sowas von krass ab. Es macht gerade so viel Spaß, einfach hinter mich das Auto hinterher zu schauen. Mach ich gleich. In der Schneckenkurve kannst du es so gut machen. Da crashen die dich auch immer. Dann gibt es vielleicht ein Safety Car. Ich meine, Autos hast du direkt hinter dir. Ich hole halt den ganzen Verkehr hier auf. Ich hole halt trotzdem nicht auf aktuell. Alter, ey, im Tunnel ist so schlimm, ne? Im Tunnel habe ich noch mehr Probleme als außerhalb, habe ich gerade das Gefühl. Alter, der ist so dicht, der will ich gleich überholen. Das geht eigentlich gar nicht. Shit! Raus! Ich wollte gerade sagen, dass du gut fährst. 24. Raus! Ich hoffe, ich habe dir geholfen, Mike. Ja, dafür fahre ich zu schnell. Hier gerade auf der Strecke. Dafür fahre ich ja, zu anderen Autos. Wir sind raus. Oh ja, oh, Massencrash. Ja, stehen alle, bitte stehen Safety Car. In der fünften Runde, aber das war in Monaco klar. Ich sehe das, die alle da stehen, die fahren nicht weiter. Die können auch nicht weiter, die fahren immer noch nicht weiter. Der Einzige, der durchgekommen ist, ist Leclerc und Verstappen. Verstappen bei Safety Car! Safety Car! Ich komme nicht dazu, abzumoderieren. Leclerc hat es geschafft, Verstappen ist durch. Es ist viel passiert, schaut bei Mike, was alles passiert ist. Also, habt noch einen schönen Tag. Vergesst nicht, bei Jan und Mike vorbeizuschauen. Habt einen schönen Tag, haut rein, man sieht sich. Ciao und tschüss, euer Micha. Bis dann. Bye-bye. Ciao. Ich will nicht sagen, aber es fahren nur noch 11 Leute. Echt jetzt? Ja. Ja, 11. Alter, Leute. Ich komme noch in die Punkte, wenn ich so weitermache. Es fahren einfach... Alter, Mike hat so viel Glück. Psch, ich fahre nicht mehr mit. Darf ich die überholen? Ja, nein. Ja, darf ich. Ich bin auf 8. Du bist so scheiße. Ich bin scheiße, sagt er. Ja. Weißt du, erstmal bekommt er von Formel 1 Punkte geschenkt und dann passiert immer das, dass ey, das Magnus, Mike so Hupe! Hallo! Hey, Magnus fährt eigentlich gar nicht mehr mit, der ist grau. Ja eben, der lässt mich aber nicht vorbei. Und die sind eigentlich echt alle raus. Die sind eigentlich, die fahren da auch irgendwie weg, aber also eigentlich fahren die gar nicht mehr mit. Die Frage ist, ob ich auf Intermediates jetzt gehen soll. Ich will auf Rot gehen. Weil der hat mir gerade irgendwas gesagt, von wegen... Alter, das sieht ja noch voll dolle aus, also ich kann es dir echt nicht sagen. Aber er hat mir keine Alternative vorgeschlagen, aber er hat gesagt, dass es gleich möglich wäre, theoretisch. Nee, na, aber das sieht noch sehr nach Regen aus. Warte, ich geh mal auf... Also jeder ist mit Reds unterwegs auch, also... Ich probiere jetzt gleich mal zu überholen.
Okay, er zieht mir da weg. Den, glaube ich, kannst du. An den kannst du nicht vorbei, weil die tatsächlich noch wirklich im Rennen mit dabei sind. Ich probiere das. Ich probiere das. Ja, ich nehme alles mit, was ich mitnehmen kann, aber ich sehe halt nichts. Aber Jan, wir sind 12. und 13. Wir hätten fast in die Punkte geschafft. Ja, das stimmt. Wenn jetzt noch. Ah, nee, Zeitstrafe bringt ja nichts, schade. Alter, ich weiß auch gar nicht, weswegen wir jetzt auf 12 und 13 gerutscht sind. Also vor allen Dingen ich. Warum sind die überhaupt grau? Haben das die weiß ich auch nicht. Fahren? Ich glaube, die wurden einfach. Ich glaube, die wurden disqualifiziert oder so. Ich weiß es nicht. Nee, dann würde da DQ stehen. Ja, aber ja, Mike, genau. Scheiße! Ist dein Frontflügel kaputt? Ja, aber es gilt. Ich wollte es ausprobieren, ich darf die überholen. Alter, wirklich, Mike ist so ein Bug-User, der schiebt alles. Mir fällt da nichts mehr zu ein. Ich feier das so komplett. Und er fährt 300 Sachen in der Safety-Car-Phase. Ja. Hey, ja, die vor mir doch auch, die Besen weg, ich kann nicht mehr einholen. Ich würde die auch gerne noch überholen. Oh, Scheiße! Oh. Ich glaube, Intermediates sind nicht mehr so lange, weil es nicht mehr regnet gerade. Ja, regnet es noch. Safe fahre ich gleich an der Box vorbei und so, ja, jetzt safe, Intermediate. Aber dann fahren die auch alle dran vorbei. Kannst du einfach mal die Box fragen. Ja. Hallo, Box! Hörst du mich? Okay, geh sanfter mit dem Wagen. So viel Schaden verträgt er auf Dauer. Aber Micha, du bist auf jeden Fall schon mit Stil ausgeschieden, muss man schon sagen. Es ist mit einem großen Wumms viel passiert. Ja. Ich bedanke mich auch nochmal. Und ich bin 5 Runden gefahren. Ja. War schon gar nicht so schlecht. Hatte schon ziemlich viel mehr als ich. Aber wo ist denn eigentlich das Safety Car? Ich komme da ja gar nicht ran. Ne, du bist echt weit weg von den anderen. Ist über eine halbe Runde vor dir. Warum? Mike ist auch so ein... Aber Mike, nicht, hallo. Du musst nur Vorletzter werden jetzt. Da hast du schon einen Punkt. Ja, echt? Ja. Ich kann ja auch einfach auf dem Platz bleiben, wo ich gerade bin. Oder du lässt die hinter dir ausscheiden. Ach du Scheiße. Ja, so. Also mich hat es schon mal vorgearbeitet. Du kannst... Also wenn du... Wenn du den letzten einfach einen musst du noch wegrahmen, dann hast du safe Punkte, wenn du dein Auto nicht kaputt machst. Ja. Wenn du so ausscheidest wie ich, fährt keiner mehr. Ja, aber mich hat das sogar vor beim Rennstart noch gesagt, ob hier jetzt viele beenden und so. Ich habe ja schon gesagt, hast du recht gehabt. Enden auch im 0-10. Da hast du auf jeden Fall recht gehabt. Also ich glaube, wir hatten das schon mal. Das sollte eigentlich Mike, verboten werden. Aserbaidschan, dass da irgendwie. Ja, das weiß ich, das weiß so. Ich. Es war tatsächlich so, dass du noch genau in die Punkte konntest, ohne was zu machen, glaube ich. Also die Safety Car, dass es noch fährt, finde ich gut. Wir ziehen eine alternative Strategie. Aber warte! Möchtest du die Strategie ändern oder... Dann ist Blinker raus, ich muss da rein. Nein, jetzt ziehen die mir Reds drauf! Er hat mir doch was anderes vorgeschlagen gerade! Ja, hast du es denn auch angenommen? Als ob... Ja, aber er hat es nicht mehr angenommen, der Hund. Fahr jetzt raus! Ach, ist das lächerlich! Jetzt habe ich Plätze verloren und ich habe Reds! Du blöder Hurensohn! Ich hasse das! Warum schlägt er mir das genau dann auch vor? Jetzt hast du keine Punkte mehr. Damit haben wir ist das lächerlich! Das wäre so witzig, wenn Mike einfach Elfter wird. Nee. Aber das ist gerade richtig lächerlich gewesen. Apropos Glück freu und so. Freu dich doch, dass du Elfter bist. Apropos Glück und so einfach. Kann das Safety Car noch. Ja nur noch 29 Runden zugucken. Safety Car bitte fahren noch eine Runde. Dass ich wenigstens rankomme. Och Mann! Safety Car in dieser Runde. Halte die Reifen auf Temperatur und denk daran, dass bis ach, apropos. Ja, aber kannst du ja trotzdem jetzt auf Intermediates wechseln, wenn du den grünen Flaggen an deiner sagen, Position. Dass du das machen sollst. Ja, steckst mir gerade nicht nochmal vor, ist halt so das Ding. Ja, nur weil es dir das nicht nochmal vorschlägt. Ja, jetzt bin ich auch nur an der Wand. Ja, kannst du vergessen. Also Monaco-Regen ist echt... Also die sind in der Box, wollte ich dir nur mal sagen. Intermediates? Ja, Intermediates. Ach, das ist doch lächerlich, ist das. Weißt du, und jetzt auch noch Frontflügelschaden und das mit dem Boxenstopp. So ein Pech einfach.
Ich meine, klar, hier Safety Car ist weg. Hier ist noch was drin, so. Aber das ist halt echt traurig. Ihr müsst es mal gucken, was für Strafen die haben. Das wäre ganz nice zu wissen. Glaubt ihr, die Strafen hatten, sie sind alle ausgeschieden. Schauen wir nach. Bitte. Erzähl Russell weiter. Hat 5 Sekunden, Magnussen hat 5 Sekunden, Raikön hat 5 Sekunden, Norris haben 5 Sekunden. Ja, die anderen sind raus. Das sind eigentlich nur Norris. Tatsächlich, also die wurden wirklich disqualifiziert, steht hier. Latifi 5 Sekunden, nochmal Latifi 5 Sekunden, Grosjean 5 Sekunden. Ja, die fahren auch noch. Was, die fahren alle? Ja, also Grosjean fährt, Latifi fährt, Russell fährt und Norris fährt. Latifi und so nicht. Grosjean und Latifi nicht. Latifi hat doch Zeitstrafe. Ja, Latifi hat 10 Sekunden. Ja, sag ich doch, der fährt noch. Der fährt noch? Ja, ja, 9. Und Grosjean auch? Ja, der ist direkt vor dir. Lol. Aber ich rutsche halt immer noch über die Strecke, das ist halt immer noch. Weißt du, du musst eigentlich nur von den Sekunden her dran bleiben. Boah, ich muss halt aufpassen, dass ich nicht rausfliege. Also klar ist besser jetzt mit Intermediates, aber das ist halt immer noch nass. Oh, was? 39 Runden? Was? Sehe ich ja jetzt erst. Och nö. Da kommt noch einiges. Ey, wenn noch ein Safety Car kommt, wäre das so nice. Aber das muss eigentlich einer von uns auslösen, aber geht ja jetzt schlecht. Einer von uns. Ja, geht ja jetzt schlecht. Ja, die KI löst nicht so leicht einen Safety Car. Alter, ich kürze die Kurve schon wieder ab. Ich krieg gleich auch wieder Strafe. Also ich konzentriere mich gerade wie die Sau und mir ist auch wieder richtig warm. Aber es sind noch so viele Runden. Da kann halt ein Fehler passieren, das ist das Nervige daran. Also ich komme halt nicht an den vorbei, da bin ich zu langsam für. Aber wenn ich an den vorbei wäre, würde ich schon noch ein bisschen schneller fahren als die, glaube ich. Das ist ein bisschen ein Zwiespalt, ziemlich nervig gerade. Ja, überhol einfach. Ich komme aber nicht so ran, dass ich sage, ich kann gut überholen. Ich muss es riskant machen, aber dann, aber das ist halt scheiße. Das ist immer so, wie ihr das macht, quasi. Also ich mach's immer so, ich Dann überholen in weg. Kurven. Immer in den Kurven überholen. Ach, scheiße! Ja, genau so. Das ist doch scheiße. Ich mit ABS, ich konnte nicht mehr lenken, weil der einfach blockiert hat. Oh, fick dich doch, Alter. Jetzt auf dieser Strecke so weiterzufahren, da hast du doch überhaupt keinen Bock mehr, oder? Ich muss wirklich sagen, die beste Neuerung an dem Spiel ist, dass du wirklich, wenn du in die Cockpit-Kamera schaltest, auch nach hinten schalten kannst. Nicht nur nach vorne gucken kannst. Also, das ist die beste Neuerung im Spiel. Boah, man merkt den Frontflügel so krass. Scheiße. Kann der Regen bitte aufhören? Okay, so wie es aussieht, trocknen die Pfützen jetzt. Im Moment fahren wir definitiv ja, noch mein Reifen ist weg. Reifen. Bist du verletzt? Man merkt den Frontflügel so krass. Boah. Anstrengend. Boah, ich bin aber einerseits auch froh, dass ich das nicht mehr weitermachen muss. Erstes Rennen, wo ich nicht zu Ende fahren kann. Schade, weil Punkte auf jeden Fall möglich gewesen wären. Das ist ja eigentlich unmöglich, jetzt keine zu holen. Aber gut, machst du nix. Hässlich einfach nur und hätte besser laufen können. Von mir aus, vom Rennen aus. Naja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schaut bei den anderen beiden Kollegen vorbei, was die so gemacht haben. Und dann sehen wir uns in Baku, hoffentlich ohne Regen. Und dann läuft das dann wieder besser. Macht's gut, haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao. Ciao.